Jo Leute, und damit herzlich willkommen im FM14 Let's Play mit unseren Wölfen und hier zum 160. Part. Wir sind hier zu Gast beim FC Barcelona im Champions League Halbfinal-Hinspiel und sind hier im Estadio Nou Camp und hatten hier gerade die erste Chance. Ter Stegen im Kasten konnte das locker hier klären. Und jetzt hier eine Abseitsposition von Neymar. Es gibt halt so dann folgedessen den Freistoß für uns. Und in der Meisterschaft haben wir jetzt nach dem Unentschieden gegen den FC Bayern alle Chancen, die Meisterschaft, in die zweite Meisterschaft in Folge zu feiern. Und jetzt schätze hier, Flanke nach innen, Schneider! Halt mich vom Stuhl hier. 1:0. Fünftes Tor in der Champions League. 1:0 Führung gegen den ersten FC Barcelona. Klasse. Und da haben wir schon mal ein wichtiges Auswärtstor geschossen. Wunderbar. Cesc Fabregas. Auf Piqué. Auf Muniain. Mollon da ist da, kann klären auf Bender. Der auf Gustavo. Der auf Jesse. Der versucht es einfach mal. Nicht schlecht, Ter Stegen hier im Kasten. Kann retten für die Spanier. Also hier hat der FM das mal perfekt umgesetzt und hat hier den guten Ter Stegen nach Barcelona transferiert, der auch in der Realität vermutlich dorthin wechseln wird. Mascherano, Mollon da ist da, kann klären. Und Martial kommt an die Kugel. Immer noch Martial, wird jetzt gelegt. Vorteil, Jesse. Oh Gott. Der hat wohl, ich setze mal den Ball daneben, solche. Das wäre das 2:0 gewesen. Wir konnten sehen, dass irgendeine Mannschaft führt. Das konnte ich jetzt gerade nicht sehen. Jedenfalls führen wir gerade mit 1:0. Das ist zumindest auch schon mal top. Jetzt verliert hier Arnold den Ball an Jordi Alba. Piqué auf Neymar. Der auf Iniesta. Der spielt zurück auf Mascherano. Der mal vor auf Messi. Spielt ab zu Neymar. Mollon da wirft sich hier in den Schuss, klasse. De Bruyne auf Schneider. Ich sehe, dass mein System bis jetzt gar nicht mal so schlecht hier greift. Mit zwei Offensiven. Und links und rechts außen. Bender wird jetzt hier angegangen. Es gibt Vorteil für Barcelona. Neymar hat jetzt hier den Ball. Spielt er nach außen auf Cesc Fabregas. Courtois ist da und klärt den Ball zur Ecke, die auch jetzt reinkommen wird. Messi und Courtois ist zur Stelle, der anstelle von Benaglio heute im Kasten ist. De Bruyne setzt hier weiter auf Schneider. Der spielt nach außen auf Arnold. Der flankt nach innen. Kopfball Jessic neben den Kasten. Gute Möglichkeit hier für unseren Spanier, der jetzt damit schon die zweite Chance hier in den Sand setzt. Ter Stegen, Cesc Fabregas vor Arnold da. Muniain auf Messi. Der kommt vorbei am Mollon da, aber er holt den Ball hier wieder. Jesse, De Bruyne, aber gegen Iniesta ohne Chance. Messi wird jetzt hier von Kevin De Bruyne angegangen, es gibt aber daher nur Freistoß für den FC Barcelona. Messi direkt, aber Courtois kann hier mühelos parieren. Courtois mit dem langen Abschlag nach vorne. Bender kriegt den Schuss hier. Spielt ab auf De Bruyne, der spielt ab auf Jesse. Der gibt nochmal zurück auf Rodriguez, der auf Mollon da.
Der auf Rodriguez, der wieder zurück auf Molondar, der auf Gustavo. Der nach außen auf Fresh. Der Rafinha vertritt nach innen, Martial. Kopfball von De Bruyne über den Kasten. Ein bisschen tiefer, eine Stunde 0-2. Aber wir sind hier am Drücker. Arnold kriegt den Ball. Spielt ihn erstmal zurück auf Gustavo, der auf Molondar. Der auf Bender, der spielt nach außen. Sein Pass kommt nicht an. Dani Alves konnte da klären. Gab den Pass weiter hier zu Neymar. Der wieder mal ganz alleine hier durch ist. Pass auf Messi. Pfosten, Nachschuss, Ausgleich. 17. Tor von Messi im Wettbewerb. Dagegen waren wir jetzt machtlos. Wir hatten zu viele Chancen auf dem Fuß, hätten schon 2-0, 3-0 führen müssen. Stattdessen steht jetzt hier 1-1 gegen den FC Barcelona. Mal gucken, wie wir da zurückkommen. Molonda. Auf Rodriguez. Der mit dem Pass auf Arnold. Der versucht es einfach mal nicht schlecht. Molonda nach außen auf Trash. Der nach sofort nach innen, Molonda direkt Schuss. Leider neben den Kasten gesetzt. Aber wir haben hier Möglichkeiten ohne Ende. Können die aber letztendlich nicht zu einem Tor ummünzen. Wenn das nicht mal Folgen hat. Arnold auf Bender, der auf Molonda. Der jetzt gefoult wird, es gibt Freistoß. Von Snyder vermutlich mal. Von Snyder. Direktabnahme. Oh. Mann. Snyder auf Bender. Der kommt hier nicht ganz vorbei am Busquets. Spielt den Ball nach außen auf Jesse. Und dem muss ich jetzt mal seine Distanzschüsse rausnehmen. Das wird nichts, wie wir sehen. Aber das Spiel ist gar nicht mal so schlecht von unseren Jungs hier. Setzen wir mal überall die Distanzschüsse raus. Scheint nämlich bei allen irgendwie nicht zu funktionieren. So, dann machen wir das jetzt einfach mal weiter, aber es sieht nicht schlecht aus bislang. Eine Minute Nachspielzeit hier in Barcelona, weiterhin 1-1. Wir haben hier noch alle Möglichkeiten, jetzt die Pause 1-1 hier und im Parallelspiel führt der PSG mit 2-1 gegen den FC Schalke 04. Wir sehen 10-3 Schüsse, 61-39% Ballbesitz. Wir sind Herr hier in Barcelona, aber haben bis jetzt noch nichts draus gemacht. Und jetzt Spielergespräche, da sehen wir uns mal die Noten an. Martial nur mit einer 4. Motivieren wir mal, genauso wie ein Kevin De Bruyne. Genauso wie ein Gustavo. Motivieren einen Lars Bender und motivieren einen Ricardo Rodriguez. Das Teamplay mit 54 von 100 ist nicht schlecht. Stimmung 20 von 20 optimal und man merkt der Mannschaft die Anstrengungen der ersten Halbzeit nicht an. Das kann man auch wirklich sehen, nur Martial ist ein bisschen ausgepowert. So, mal gucken. 93er und Bender. Ansonsten sind alle nahezu über einer 95. Halbzeitansprache habe ich vor dem Spiel gesagt, natürlich sind die haushoher Favorit, aber ich spüre, da geht heute etwas. Und es scheint auch bis jetzt zu gehen, das sagt man mal. Ich bin sehr zufrieden und dann gehen wir mal rein in die zweite Hälfte. Und gucken mal, was wir hier noch erreichen können. Bender auf De Bruyne, der auf wieder zurück. Snyder hat den Ball. Der auf Trash. Der auf Snyder. Sein Pass nach vorne kam nicht an, leider. Aber jetzt die direkte Kontermöglichkeit über Messi und jetzt Iker Muniain. Der den Ball
ins Aus mündet. Neymar kommt nicht mehr dran. De Bruyne hat den Ball erstmal nach vorne geschickt auf Jesse. Der auf Bender, der mit dem Pass nach vorne auf Arnold. Der versucht es hier direkt. Klasse, jetzt gibt Ecke. Wir sind hier auf jeden Fall am Drücker. Jetzt die Ecke von Snyder. Auf Jesse, der es direkt mit dem Kopf versucht. Aber auch wieder nur neben den Kasten. Das ist bis jetzt ein wirklich schönes Spiel von unserer Mannschaft hier. Im Estadio Nou Camp. Kevin De Bruyne auf Jesse, der nach außen auf Arnold. Der Ball kommt nicht mehr an. Doch. Aber Ter Stegen hat den hier ohne jegliche Probleme. Schickt den Ball auf Bender, De Bruyne auf Molunda. Der auf Martial. Oh, Mann, oh. Und sehen, dass Schalke oben ausgeglichen hat. Die können da wenigstens gut Tore machen. Wir bislang hier mit einem 1:1. Was auch nicht schlecht ist gegen den FC Barcelona. Molunda auf Bender, der auf De Bruyne. Der spielt nochmal zurück auf Bender. Der auf Rodriguez. Der auf Jesse. Pass nach innen. Trash kommt dran. Jesse verliert jetzt den Ball und Neymar hat die Kugel. Schickt die nach vorne. Messi kriegt den Ball. Und jetzt der Zweikampf Neymar gegen Rodriguez. Gewinnt Neymar. Gustavo ist da hinten und kann klären. Bender mit dem Pass auf De Bruyne, Martial auf Snyder. Der auf Arnold. Der könnte es jetzt versuchen. Aber da sieht man einfach, dass Torriecher nicht zu seinen Stärken gehört. Und jetzt hier Abschlag von Ter Stegen. Der zu kurz ist. Jesse hat nämlich den Ball. Kann hier aber nicht gegen Dani Alves nachsetzen. Rodriguez auf Luis Gustavo, der auf Snyder. Der in die Schnittstelle. Oh Mann. Muss ich mal gucken, ob da noch irgendwas in den Anweisungen drin ist, was das Ganze hier aussetzt. Dribbling. So. Ansonsten 67. Wir können mal wechseln. Und zwar kommt jetzt mal Gomez für Martial. Hoffentlich kann er da noch was dagegen setzen hier, unser Spanier. Dessen Eltern, glaube ich, aus Madrid kommen. Snyder auf Bender. Der setzt hier schön nach gegen Busquets, aber der holt sich den Ball wieder. Aber Arnold ist da auf Gustavo, auf Molunda. Der verliert den Ball und jetzt die Kontermöglichkeit. Iker Muniain. Statt hier komplett durchzugehen, spielt er auf Neymar. Und der an den Pfosten. Dani Alves. Sein Pass kommt nicht an. Molunda. Auf De Bruyne, da auf Jesse. Wir verteidigen ganz schön gut hier, wie ich sehen kann. Jesse. Okay, der Ball war mal nix. Jetzt kommt der Wechsel für Barcelona. Es kommt Xavi. Für Cesc Fabregas. Da muss ich jetzt mal reingehen. Gustavo kümmert sich nämlich jetzt um Xavi. Und ich muss überlegen, was wir jetzt noch machen, wechseltechnisch. Für die Außen hätten wir jetzt nur noch Schürrle. Mal gucken, er kann mit einer 67 ausweichen, 79.
Wir bringen auf jeden Fall noch Werner und Dings rein. Aber das machen wir noch in der 80. Also demnächst. Haben jetzt die Einwurfmöglichkeit. Aber jetzt kommt hier noch Sanchez. Für Neymar. Muss ich doch wieder rein. So, wir haben jetzt erstmal Einwurf Rodriguez auf Jess Rodriguez, der auf Kevin De Bruyne, der auf Bender, der zurück auf Molanda, der nach vorne auf Gomez und der setzt den Ball auch neben den Kasten. Würden die Jungs ein bisschen mehr Zielwasser trinken, würde es besser aussehen. Barcelona mit dem dritten Wechsel zu Niger für Jordi Alba. Und jetzt versuchen wir mal den letzten Wechsel. Werner kann ja links außen mit einer 68. Das versuchen wir und auf rechts außen darf dann Schürrle ran. Versuchen das einfach mal. Sneijder auf Bender. Der mit seinem Pass auf Busquets. Xavi zurück auf Piqué. Und wir haben Einwurf und jetzt kommen unsere beiden Wechsel hier. Timo Werner und André Schürrle. Also wechseln hier nochmal offensiv ein. PSG Schalke 04 3:3 Abdullah mit dem Ausgleich. Werner? Gomez? Oh Mann. Das typische 3 Meter vom Tor und er schießt noch vorbei. Kann man doch nicht mit ansehen. Und wetten jetzt gleich fällt noch irgendwie der Treffer für Barcelona. So, versuchen wir es mal mit dem Angreifen. De Bruyne auf Gomez. Der verliert den Ball. Piqué auf Dani Alves, der auf Busquets, der zurück auf Piqué. 88 Minuten sind hier gespielt, weiterhin 1:1. Was bis jetzt auch ein wirklich gutes Ergebnis ist gegen den FC Barcelona. Busquets auf zu Niger, der aber zu Sneijder. Und wir kriegen hier nochmal die Ecke. 90. Minute, wird diese Ecke noch was? Wird das das 2:1 möglicherweise? De Bruyne spielt zurück auf Rodriguez. Aber sein Schuss war hier zu wenig für einen Ter Stegen. Der den Ball abschlägt und das Spiel endet hier 1:1 gegen den FC Barcelona. Das ist für uns auf jeden Fall schon mal ein gutes Ergebnis. Für das Rückspiel, was wir zu Hause austragen dürfen. Also ich würde mal sagen, ein 1:1 geht in Ordnung, auch wenn wir deutlich mehr Möglichkeiten hatten, deutlich mehr Ballbesitz. Na gut, und sehen hier das Endergebnis von PSG und Schalke 04 3:3. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da, verpasst keine Folge. Und wie es weitergeht, seht ihr dann im Nachbericht. Bis dahin, macht es gut, euer Sphinx Mido 007. Servus!